So, ein völlig unbekannte neue Nummer. Ja, Hallo? hallo, Sansa Riese. Hallo? Greenpeace, was darf ich denn für Sie tun? Ja, hallo, Sie hatten vorhin hier angerufen. Okay, haben Sie einmal für mich Ihre Telefonnummer? Na Denn sicher, so will ich es gerne raus. das ist 04841 4825. Den Herrn Dimitro Bagatov? Ja, richtig. Herr Bagatov, Sie hatten sich eingetragen bei einem Gewinnspiel für ein Coupé, ein Auto gewinnen Ja, richtig. und hatten sich zusätzlich bei einem Gewinnspiel angemeldet, bei einer Umfrage beteiligt. Da war eine der Fragen, essen Sie mindestens zweimal die Woche Fisch? Da. Wir von Ascofarm sind der Sponsor dieses Gewinnspiels, drücken natürlich die Daumen, dass es klappt Vielen und haben jetzt Dank. für die Teilnehmer. Gerne und haben jetzt für die Teilnehmer als kleines Dankeschön ein Winterpaket zusammengestellt. Da Winterpaket. haben wir drinnen drinnen für Sie ein tolles Überraschungsgeschenk. Okay. Zusätzlich gibt es aus unserem Haus kostenfrei zum Kennenlernen ein hochwertiges Multivitaminprodukt und Sie dürfen sich selber bei mir nochmal ein Produkt aussuchen zum Neukundenpreis. Ist das Thema Nahrungsergänzungsmittel für Sie grundsätzlich interessant? Und ja, ich mache viel Sport und da ist das immer sehr gut. Ja, im Bereich Magnesium, Kalzium, Ja, Kraftsport, in dem Bereich dann? komplett. Ich Okay, nehme immer, was kann ich kriegen, weil das ist sehr wichtig. Ja, okay, in welchem Bereich wäre es denn interessant? So im Bereich Magnesium, Kalzium? Das wäre so Bereich Inkasso, also wirklich für Muckibude. Hallo. Also, ja, sind Ja. noch dran. Ja, sehr gut. Ich war so knacken bei Leitung. Okay, also ich hätte ja zum Beispiel im Bereich jetzt für die Knochen, für die Gelenke und Muskeln Trinkgelatine. Gelatieren, Das sehr ist gut. geschmacksneutral, leicht löslich. Da sind dann sämtliche Vitamine mit drin, die der Körper Ja. braucht: Kalzium, Proteine, Magnesium, Zink, Eisen, Mangan. Und das hat keinen Da Geschmack? haben wir hier. Das ist geschmacksneutral. Das können Sie dann unter Saft rühren oder Da unter Wasser kann man das oder auch in mit. Quark, Joghurt, Müsli einrühren. Ah, aber kann man das auch so trinken? Das ist ein Pulver. Ach so, kann man das auch mit Dönergeschmack kriegen? Nein. Oder mit Apfel oder sowas? Nein, ohne Geschmack. Das ist Das ein muss man. geschmacksneutrales Pulver. Ja, gut, dann muss ich das Wie bei gesagt, Döner das ist ja drauf dazu machen. ge Das ist ja dazu gedacht, das dann dementsprechend irgendwo mit runter zu rühren. Das sind dann 2 Löffel, die man am Tag Da. im Wasser zum Beispiel auflöst oder in Saft mit reinmacht oder unter kalter Milch. Das geht auch. Mit Milch, sehr gut. Kann Oder man das natürlich auch, auch weil in Joghurt, Müsli. ich trinke jeden Morgen 3 rohe Eier. Kann man das da auch mit reinmachen oder ist das gefährlich? Was trinken Sie? Rohen Eier. Eiern? Warum nicht? Ja, kann man, geht das? Weiß ich nicht. Sie sind die Profi. Das geht, na ja klar. Ich bin nur die Na kleine klar, Russe. kann man das. Na klar kann man das reinmachen. Ist ja auch eine Super, Flüssigkeit. sehr gut. Und Das geht natürlich auch. das gibt gut Power für Eintreibung machen. Das ist dann gut für die Knochen, Gelenke und Muskeln. Ja, weil das ist immer sehr beansprucht. Das ist dann schon sehr wichtig. Da hat sich ja das Gewinnspiel schon sehr lohnen. Ja, also diese Trinkgelatine hätte ich heute hier mal. Das sind 900 Gramm. Da kommt man dann 90 Tage lang mit hin. Zum Yeah. Kennenlernen für 27,90 €. Dabei, so lange kann man das nehmen. Richtig, das kann man so lange nehmen. Krass. Und muss man dann danach ein Pausen machen oder kann man das durchnehmen? Man kann das auch durchweg nehmen. Blöd, geile Scheiße. Und es gibt das auch Nebenwirkung, weil ich hatte neulich mal, Nein. da habe ich ein bisschen Geld brauchen und da war so bei Internet, da hat auch einer angerufen und sagt, wir machen so Test für Medizinprodukte und ich habe mir sehr viel Geld gegeben, aber Nebenwirkung brutal. Wird das auch passieren? Nein, also nein, das sind tierpflanzliche Produkte. Das ist Ja, rein weil die haben bei mir, pflanzlich ich habe mich hergestellt. dann angemeldet oder die haben mich angemeldet für so ein, wie nannte man das, für Feldforschung für
Mittel gegen Hodenkrebs Super, und oh, blöd, 2 Tage lang nur am Spucken und mir immer noch nicht so ja. Ach gut. du Schande. Aber ich habe 1000 Ach Euro du Weia. bekommen. Das hat sich gelohnt. Na gut, Also aber wenn Sie nee, mal du. Geld brauchen, dann können Sie bei, ich weiß nicht mehr, hieß Dr. Seltsam oder so, da kann man das testen. Und die Ah, ich gut glaube Geld nicht. geben. Die gut Geld geben. Ich, nee, ich glaube, Haben das Sie wirst mich du nicht werden. ausgelacht, nur weil ich ein Mittel für Hodenkrebs teste? Nein, nein, ich meine jetzt aber bloß, das wäre es mir nicht wert, also beim besten Willen. Ja, Da Sie würde ich als meine Frau Gesundheit nicht werden für den aufs Spiel Problem mit setzen. Hodenkrebs ja auch nicht haben. Nein, aber auch generell, also ich würde sowas nicht machen, weil ich würde meine Gesundheit nicht mit aufs Spiel setzen. Ja, 1000 Solche Euro, blöd. Medizinprodukte testen. Oh, das war auch nicht so. Kennen Sie den Firma Umbrella? Ja. Ja? Haben Sie gut oder schlecht von denen hören? Ich kenne nur den Namen, aber weiter kann ich Ihnen dazu auch nicht sagen. Okay, weil das Ich habe es mal war. vom Namen her gehört, aber. Ja, weil das war Umbrella Corporation. Die haben dann angerufen und gesagt: Ja, wir werden sie abholen. Die haben sogar zu Hause geschickt. Ein Wagen, der hat abgeholt. Richtig edle Kiste, so einen schwarzen. Und die dann zu dich hinfahren. Und dann haben wir halt da 3 Tage den Test gemacht. Und war eigentlich auch alles gut, bis war ich wieder zu Hause. Und seitdem fühle ich mich, als werde ich zum Monster. Ach du Wei. Und vielleicht kann mir das ja helfen, wenn wir da Gelatine Ja. nehmen. Genau, also wenn Sie möchten, mache ich Ihnen das Päckchen so fertig, dann haben Sie es so circa 3 bis 5 Tagen bei Ihnen per Post dann. Oh, kann man das bislang schneller machen, weil mir geht wirklich scheiße. Es kommt immer darauf an, wie schnell die Post ist. Kann man Express-Post Ja. machen? Geht das? Wir machen keinen Expressversand. Einschreiben? Geht nicht, dass Machen wir wir das alles nicht. machen? Also ich kann nur vermerken, dass sie sagen, eilig. Ja, Ja, aber jetzt Expressversand. und was werde ich für Ding. ein Geschenk bekommen? Das weiß ich nicht. Das wird bei uns in der Verpackung mit reingelegt, das Da. Überraschungsgeschenk. Und wie gesagt, dazu gibt es dann nochmal von uns ein hochwertiges Multivitamin. Ja, Das und weiß ist ich, was das das ist, aber wie gesagt, das Multivitamin? Ist Überraschungsgeschenk das liegt auch dann so mit ein rein. Saft denn? Nee, das ist eine Tablette. Ist Tabletten? Ist da auch Vitamin T-Virus mit drinnen, wissen Sie? Das ist Vitamin C-Birne, B2, B6, B1, K, D, A. Also nichts Ja, also T-Virus. so die ganz verschiedenen. Weil da haben den bei die Tests bei Umbrella, da haben die zu mir sagen, ich muss bei den Ernährungen muss ich auf T-Virus achten. Ich kenne nicht. Dann sage ich, okay, werde ich mal schauen. Und wenn wir jetzt schon mit einer Expertin sprechen, dachte ich, vielleicht können Sie mir helfen. Also es gibt das Vitamin C. Aber Tee, wie Thorsten. Das Vitamin T? Ne T-Virus, wie den Virus. Sagt mir gar nichts. Kennen Sie nicht T-Virus? Nein, nein. Schade. Ich dachte, Sie sind Experten. Nein, also mit Virus kenne ich mich auch gar nicht aus. Ah ja, der sagte ja, aber das soll bei den Sachen überall drinnen sein und da soll man drauf achten. Bei den Ernährungen in der Nachphase von den Nemesis, was die haben mit mir gemacht. Also können Sie nicht wissen, ob das ist da drinnen? Also es sind reine Vitamine, die dort drin sind. Vitamin C, Vitamin Und da. B, B1, Ist B6, das. B12. Also ich kann es Ihnen sagen, dass es da nicht Ja. drin ist. Ist das Das kann ich Ihnen sagen. Vitamin von Laboren oder ist das natürliche gewonnen? Das ist natürlich gewonnen. Das ist Ah, alles bei uns super. auf pflanzlicher Basis. Aber das ist aber, können Sie einmal auf den Packung gucken? Ist das nicht von Umbrella? Nein. Sehr gut. Wir stellen Weil. unsere Produkte alle selber im Hause nach, haben unseren Sitz in Da? Wernigerode im Harz. In den Geroden. Und Ja, da haben Sie also das kann ich Ihnen definitiv sagen, dass es. eigene Laboren da bei Ihnen? Kann man bei Sie auch so Tests machen, wo Geld man kennt, kann man Nein. Geld kriegen? Nein. Weil Nein, Sie machen wir müssen, nicht. Sie können, man kann das ja nicht einfach beim Markt geben, man muss ja vorher Tests machen. Das ist richtig, wir lassen es unabhängig testen.
Okay, aber nicht bei Umbrella Corporation. Nein, nein, da haben wir gar Sehr nichts gut. mit zu tun. Sehr, und Sie haben auch keinen Kontakt zu Valent Yutani. Nein. Sehr gut, weil ich habe echt keinen Bock mehr auf diese Leute. Das war so Psychoterror da. Das ist Horror gewesen, wie bei Kinofilmen. Ja, also wir lassen Unwurst testen beim TÜV Nord. Oh, ich kriege schon wieder so Kopfschmerzen. Ah, oh, das. Stars. Stars. Ja, dann machen wir es auf jeden Fall so, Herr Stars. Bagatov. Ich lasse Ihnen schnellstmöglich das Paket rausgehen, den Mewisweg 85 in Stars. Hamburg. Stars.